Grüß Gott. Gott. Grüß Gott. Hallo. Eine schöne. Na, das funkelt ja wunderbar. Ja. Eine sehr veritable Schale. Was haben Sie uns da Schönes mitgebracht? Erzählen Sie. Also diese Schale hatte meine Nachbarin im Küchenfenster stehen und hatte ihre Wäscheklammern darin aufbewahrt. Ja. Und ich war 15, 16 und habe dann immer gesagt, das ist doch viel zu schade, diese schöne Schale so zu missbrauchen, eben für Klammern. Und als ich 18 war, hat sie mir diese Schale zum Geburtstag geschenkt. Ach, sehr wunderbar. Ja, das ist doch schön. Und das ist doch ein schönes Geschenk. Mehr wissen wir nicht drüber. Zum Glück ist durch die Wäscheklammern gar nicht so viel Schaden entstanden. Nee, eine Stelle ist abgebrochen. Eine Stelle ist abgebrochen, aber wahrscheinlich nicht durch die Wäscheklammer, sondern durch das Handhaben womöglich. Es ist natürlich hier, diese Zacken, die hier runtergehen, die sind natürlich sehr empfindlich. Aber auch diese Goldmalerei, die ist zwar eingebrannt in das Glas, aber die lässt sich natürlich leicht abreiben. Manchmal ist es besser, man nutzt so eine Schale für Wäscheklammern und lässt sie sonst in Ruhe, als wenn man sie sehr wertschätzt und permanent poliert. Dann geht natürlich auch wieder einiges verloren. Das ist ein Überfangglas. Man sieht ganz schön, dass es teilweise ja durchsichtig ist. Also es ist ein farbloses Glas, auf das ein blaues, ein kobaltfarbenes Glas ist, auch mit dem Metall Kobalt gefärbt. Das ist ein bisschen Kobalt im Glas, erzeugt sofort diese tiefblaue Farbe. In eine Form geblasen. Diese Form ist ja auch ganz eigentümlich, dieses gefaltete, überlappende, so ein bisschen vegetabile, nicht pflanzliche. Das erinnert ja schon fast an gotische Filialen. Ja, also mich erinnert so direkt ja nicht an die Gotik, aber es gibt aus einer Glasfabrik einen Katalog, der solche Schalen auch beinhaltet. Und da ist tatsächlich immer von der gotischen Form die Rede. Und ja, diese Kreuzblumen und so, die haben eben genau dieses Element, dieses Pflanzliche. Also es nimmt ein bisschen Bezug auf die Gotik, hat aber ansonsten so gar nichts mit der Gotik zu tun. Denn in der Schale, die Ornamente, das ist ja mehr so ein Rokoko-Ornament. Also es ist ein wildes Gemisch an verschiedenen Stilen, die da alle zusammenkommen. Bis hin zu der Fassung, nicht? Bis hin zur Fassung. Also zeitlich befinden wir uns hier auch wirklich so in der Blüte des zweiten Rokokos, also so in der Zeit 1855, 1865. Und wir sehen ja, das Ganze hat auch noch mal einen silbernen oder versilberten Fuß. Das Stück steht hier auf drei Delfinen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist hier auch eine Marke. Ich schaue gerade noch mal, das ist eine 12. Das heißt, das sind 12 Lot. Das entspricht heute ungefähr einer Silberlegierung von 750. Und daneben gibt es noch mal eine kleine Marke. Das ist eine Meistermarke WP. Die können wir jetzt auf die Schnelle nicht aufschlüsseln. Aber das Stück kommt dann auch wirklich aus Deutschland. Und auch das passt mit dem Oberteil perfekt zusammen. Das war eine typische Silberlegierung der Zeit. Nicht? 750 heißt, auf 1000 Teile kamen 750 Teile ganz, Silber. Ganz genau. Und der Rest waren dann mindere Metalle. Wenn man es auch noch mal nimmt, sieht man auch, dass das relativ dünn gearbeitet war. Das ist halt in einer Zeit entstanden, wo Silber sehr teuer war. Und da hat man A, die Legierung runtergefahren und B, halt auch wirklich dünn gearbeitet, um halt Material zu sparen, aber trotzdem einen schönen Effekt zu haben. Ja, und das Glas selber, da gibt es eine Firma in Nordböhmen, in Harrachsdorf. Das ist also ganz nah an der Grenze zu Schlesien. Eine sehr traditionsreiche Fabrik, die in der Tat solche Schalen auch in verschiedenen Farben und Mustern hergestellt hat. Gab sozusagen eine Form. Die Form war ja so ein bisschen vorgegeben, also weil das war dann ein Model, das man erzeugen musste. Das war viel aufwendiger, als das Glas selber zu erzeugen. Und in diesem Model konnte man dann sehr viele Schalen produzieren, die immer wieder dieselbe Form haben. Aber die Glasfarbe, wie das dekoriert ist, wie man das schleift und so, das hat sich dann da unterschieden, nicht? Ja, zum Preis, diese Schalen oder auch in dieser Kombination Glas mit silberner Montierung kommen immer noch relativ häufig vor. Und ich würde sagen, so zwischen 200 und 250 Euro können Sie sich dran erfreuen. Ist doch ein schönes Geschenk. Also als Wäscheklammerlager ist allemal. Ein teures, ein kostbares Wäscheklammerlager. Vielen Dank Ihnen. Ja, viel Vergnügen.